Die Jagd auf dem vierten Stern. Beim Radiokanal Sputnik findet eine Verlosung statt. Der Gewinn sind 2 Endspielkarten für Rio. Friedrich will unbedingt gewinnen. Er wartet den richtigen Zeitpunkt ab und dann ruft er an. Er gewinnt und freut sich riesig. Am nächsten Tag geht Friedrich zum Public Viewing, trifft Olga und verliebt sich in sie. Doch eins weiß er nicht, dass sie türkischer Abstammung ist und Bayern-Fan. Er fragt sie, ob sie mit ihm zum Endspiel nach Rio will. Sie antwortet mit Ja und sie fallen sich in die Arme. Eine Woche später. Friedrich und Olga fliegen heute nach Rio zum Endspiel. Sie sind sehr aufgeregt. Als sie nach Rio einfliegen, bewundern sie die Christusstatue. Vor dem Spiel bewundern sie die Gegend, gehen an den Strand und kommen sich sehr nah. Kurz vor dem Spiel. Olga macht sich schick, während Friedrich am Strand auf sie wartet. Sie zieht ihr Bayern-T-Shirt an und weiß noch nicht, dass das ein Fehler war. Als sie am Strand ankommen, schreckt Friedrich auf. Er schreit sie an, er beleidigt sie und sagt, dass sie eine Schande ist. Wie kann man nur Bayern-Fan sein? So wird das nie was mit uns. Sie rennt weinend weg. Erst 5 Minuten später merkt Friedrich, dass er einen Fehler gemacht hat. Er rennt los und sucht sie. Als Friedrich vor dem Stadion steht, sieht er Olga. Er geht zu ihr hin, nimmt sie in den Arm und sagt, dass es ihm unendlich leid tut. Sie küssen sich. Dann gehen sie zum Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Es spielt Deutschland gegen Argentinien. In der 113. Minute schoss Mario Götze das 1:0 für Deutschland. Alle jubelten. Sie feierten die ganze Nacht und fuhren anschließend ins Hotel. Dort angekommen, gingen sie gleich aufs Zimmer und feierten ihre eigene WM-Abschlussparty. Neun Monate später bekam Olga 4 Vierlinge, darunter einen Jungen, den sie Götze nannten.